Hi und herzlich willkommen bei den Camping Cowboys. Wir sind hier am Arsch der Welt, irgendwo am Wald. Unten ist noch ein schöner Fluss, den zeigen wir euch gleich noch. Aber jetzt wird erstmal richtig schön gefrühstückt. Und der Patch hat super vegetarische Burger. Und zwar ist ein Rezept von meiner Freundin. Da brauchst du eigentlich nur eine Dose Bohnen, eine halbe Zwiebel, 100 Gramm Paniermehl, ein bisschen Knoblauch rein und Salz, ein bisschen Pfeffer und ein Ei. Das Ei ist wichtig, dann hebt das Ganze besser. Das Schöne an den Burgern ist wirklich, dass sie tatsächlich sehr gut schmecken im Vergleich so zu dem, also vor allem anders schmecken als diese ganzen vegetarischen Burger, die man so kaufen kann. Sie gehen einfach, wir haben sie jetzt zu Hause vorbereitet. Aber die kann man genauso auch hier machen. Das ist ja wirklich nur Dose auf, Zwiebel mit rein, das Ei reinschmeißen, alles zermatschen und genau, dann war es das schon. Dann bekommt man hier quasi diese Patties raus und die halten auch sehr gut, zerfallen nicht. Ja, und sind wirklich hervorragend. Man kann die über dem Grill machen, allerdings sollte man sie vorher ein bisschen mit Öl einschmieren, dann werden sie einfach feiner und brennen nicht so an. Wir machen es jetzt halt hier einfach mal in der Pfanne, dazu auch ein bisschen Öl rein und dann auf mittlerer Hitze schön, gerade wenn sie jetzt aus dem Kühlschrank kommen, natürlich etwas runter und so in 15 Minuten sind sie dann fertig. Das wird jetzt eher frittiert, aber ich denke, das tut dem Geschmack keinen Abbruch. Nein! Im Gegenteil, macht schön fett und schmeckt. Macht fett und schmeckt. Schmeckt? Es schmeckt bestimmt. Also ey, gestern haben sie geschmeckt. Das war eine, ah ja, genau, bei diesem Rezept gehen übrigens mit der Mengenangabe wie vorhin genannt, also die ganze Dose Bohnen, bekommt man 4 dieser Patties raus. So, jetzt können wir die eh schon mal drehen und wahrscheinlich von der Hitze ist auch sehr windstill noch mal runtergehen. Man sieht auch, die werden so schön goldig. Wie gesagt, mit Öl habe ich es jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich denke, dem Geschmack tut das ja eh nur Gutes. Auch wenn das jetzt eher eine Fettpartie wird. Aber wir haben ja heute auch was vor. Ja, genau, wir brauchen eine gute Grundlage, weil heute wird ein bisschen getrunken. Ein kleines bisschen. So ein kleines, ja, man kennt uns ja so ein kleines bisschen. Absägen gewesen. Ja? Ja. Fein hat er gemacht. Mhm. Guck mal, was gibt's? Das ist die Duck. Das ist die Duck. Das ist die Duck. Jetzt das kommt der Schlucki. Beim Scheißen treffen, wenn das keine Duck ist. Ja, jetzt kommt der Schlucki. Da ist der Schlucki. Auf den Burger gehen wir jetzt, denke ich, nicht großartig ein. Ich meine, das kann jeder so, ja. Handhaben, wie er möchte. Wir haben Essen normal mit Toast, das schmeckt eigentlich immer super geil. Heute waren wir in so einem Bio-Supermarkt, da hat uns eine Käsestange angelacht, deswegen gibt es heute mal total unsportlich einen Burger auf einer Käsestange, aber wurscht. Goldbraun braten, Zwiebeln vielleicht noch mit in die Pfanne, wie der möchte. Ich habe Ketchup Barbecue mit auf die Burgersemmel. Genau, und wenn die dann so ausschauen, dann sind die fertig. Wie gesagt, heute etwas fettiger als sonst. Lecker fettig ist aber gut, ne? Aber es gibt schön so. Tinte im Füller. Das ist richtig unsportlich. Salat drauf, Zwiebeln drauf, je nachdem wie jeder will. Und dann Schmecker lassen. Schmecker lassen. Gibt es ein Rezept? Rezept gibt's, Link in der Videobeschreibung. Ah ja, sehr gut. Und schmeckt. Ja, super. Lecker. Klasse.
erstmal schön Prost. Schmecker lassen. Schmecker lassen. Prost. Und ja, hier so. Und wir lassen es uns richtig schön gut gehen. Aber schön slow, gell? Wir haben den ganzen Abend noch Zeit. Heute haben wir es uns richtig verdient, schön gemütlich ja. Da einen rumzuottern. Ja, schon brennt die Nummer, ne? Wollen wir nicht rumeiern. Wie sich die Leute mal anstellen beim Feuer machen, ey. So. Hatten die alle keinen Vater oder was?